Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Deinfected mit Voucher, mit Nameless und natürlich mit euch, denn ohne euch würde es gar keine Videos geben, dann würde das alles im stillen Kämmerchen hier ablaufen. Meine Lieben, wir haben es geschafft, nach der Aktion gestern gibt es heute eine gemütliche Runde. Ich habe soweit fein freigeschalten, es kommen also heute keine Zombies, weil ich mich als allererstes hier ans Wetter gewöhnen möchte. Was haben wir jetzt für Problemchen? Was haben wir jetzt für Problemchen? Es geht schon los. Ich bin bei 40 Grad. Ich habe mich super aufgewärmt. Es schneit. Meine Lieben, es schneit. Wir haben natürlich heute einiges zu tun. Wir werden hier die ganzen Beete hochziehen müssen. Ich werde wahrscheinlich eine kleine Kamikaze-Runde machen, hier runter mein Aluminium holen, damit ich mehr Trinkflaschen herstellen kann. Und was ich gestern natürlich vergessen habe, vor lauter Laut, aber ich meine, der See war auch zugefroren. Wir haben kein Wasser, können allerdings hier mit Schnee arbeiten. Machen wir jetzt auch. Und dann werde ich mir erstmal was abkochen. Dann werden wir schlafen, machen sie uns schön hell und dann genießen wir den Winter. Oh, wow. Gib mir mal ein paar von den Hölzerchen hier raus. Beziehungsweise lass mal gucken. Ich glaube mich zu erinnern, dass wir auch noch ein bisschen Rindenmulch irgendwo haben. Der ist ja auch sehr ergiebig. Im Moment brauche ich ihn nicht. Ballern wir den mal hier rein. Oh, ich freue mich auf die Runde heute. Ich bin auch froh, dass das gestern so glimpflich abgelaufen ist. Was wir jetzt natürlich machen müssen, wir müssen dafür sorgen, dass ich meine 95 hier wieder hochbekomme. Da möchte ich mich so ein ganz kleines bisschen als Parallelthema hinarbeiten, dass wir Gesundheit und Ausdauer aufpushen. Kann man nämlich tatsächlich mit Nahrung, wie ihr wisst. Und da möchte ich mit euch ran an das Thema. So, hier sind schon mal 200 drin. Dann machen wir erstmal hier leer. Wenn die abgekocht sind, trinken wir einen Schluck und dann schlafen wir. Weil unsere Werte sind eigentlich nicht schlecht, bis auf Trinken. Und dann machen wir es uns hell und dann gehen wir nach oben. Freue ich mich. Lass noch mal ganz kurz gucken. Revue passieren. Wir haben das Solarmodul. Wir haben die Batterie und wir haben die Ölsaugertechnologie bekommen. Jetzt möchte ich mal ganz kurz rein, bis mein Wasser durchgelaufen ist. Weil wir im Stromthema die Geschichte haben und die Geschichte haben. Der ist sowieso da. Das heißt, wir müssen jetzt eine Kobaltstelle auftun, Extraktor aufstellen. Dann können wir dieses Bedienfeld bauen. Eisenbarren, Aluminium, Kupfer, Elektrischteile. Kobalt, Kupfer, Aluminium, Eisenbarren. Die können wir herstellen. Und bei den elektrischen Teilen, glaube ich, fehlt uns noch was, damit wir da Kupfer, Plastik. Plastik war das Problem und für Plastik brauche ich Chemielabor. Das heißt, wir müssten die Sachen verbauen, die wir gefunden haben und das sind leider nicht ausreichend. Aber an das Thema tasten wir uns natürlich ran, ist klar. So, sauberes Wasser, dann machen wir erstmal den hier. Dann würde ich sagen, schlafen wir oder sollten wir, wie viel Uhr haben wir denn? Komm, wir pennen kurz, das wird schon irgendwie hinhauen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir unser Gemüse oben anpflanzen, sonst werden wir ein Problem kriegen mit den Werten. Ne? Deswegen würde ich sagen, wir pennen bis 6 Uhr, dann haben wir schön Licht und dann geht es direkt an die Arbeit. Ja, das wird reichen, guck mal. Vitamine und so haben wir noch, Kohlenhydrate geht noch, stopp. Diggerle. Jetzt genießen wir aber erstmal das Wetter. Was halt cool ist, ne, dass jetzt nachts dieser Wert hier nicht weiterläuft, sonst wäre ich schon durch. Und was wir natürlich auch aufstellen, schon mal in Vorsorge für den Frühling, für den kommenden. Ich möchte gerne mit euch Eisenbar, ah, das ist auch Plastik. Wir müssen looten gehen, im Frühling müssen wir uns die nächste Stadt ranholen. Und dann habe ich mir überlegt, wir werden im Frühling die nächste City machen. Guck mal, hier sieht es eigentlich auch aus, als wäre eine Stadt, gell? Aber dann wären es 1, 2, 3, 4. Ich glaube, es war nicht 4, oder? Oder doch? Egal. Wir werden auf jeden Fall looten gehen. Und zwar die nächste Stadt in einer Schnellrunde. Da werde ich die Häuser etwas zügiger durchlaufen. Priorisiert holen wir die Blueprints raus. Und dann machen wir an dieser Stadt später nochmal eine Lootrunde, eine ganz normale, um die Sachen zu holen. Dass wir die Blaupausen bekommen. Natürlich unter Feuer mit Zombies, ne? So, meine Lieben, so schaut es aus. Jetzt pass mal auf. Jetzt gehen wir mal los. Jetzt gehen wir mal los. Das wird meine Runde heute. Das, was ich eigentlich machen wollte in aller Ruhe. Aber, ihr habt es ja mitbekommen, ich war sehr geschockt, als Dezember war. Ne? Musst du dir mal vorstellen. Eigentlich alles im Griff gehabt. Ne? Sag mal, die Tür geht wirklich nach innen auf. Da hätten wir aber hier, weißt du, da hätten wir ja hier noch einen Platz gehabt eigentlich. Wenn die nach außen aufgegangen wäre. Oder kriege ich das trotzdem hin? Nein, ich krieg's trotzdem hin. Ich würde sie da reinkriegen. Aber wir bauen erstmal von hier, würde ich sagen. So schön wie möglich erstmal ins Eck rein. Ich habe die Ausmaße noch nicht im Kopf. Jetzt gehen wir erstmal alle hochholen, oder? Ah, es war aber trotzdem sehr, sehr spannend. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und lukrativ war es auch. Wir müssen noch unseren Loot verräumen. Wir werden heute auch wahrscheinlich Kisten fürs Regal noch herstellen, damit wir da wirklich schön ein bisschen Ordnung reinbekommen. So, das ist alles momentan übrigens vorübergehende Geschichte hier. Ich habe schon vor,
Ich habe schon vor, uns ein bisschen weiter auszubauen. Ich hätte da hinten gerne einen Lagerturm. Ja? Und ich habe schon mitbekommen, ihr passt natürlich ganz, ganz arg auf, von wegen 3x3. Wir sind jetzt hier bei 4x3. Für mich zählt die Terrasse aber jetzt nicht wirklich, weißt du? Oder? Die zählt doch nicht. Ansonsten lasse ich mir natürlich was einfallen, dann werden wir mittig irgendwo einen Aufgang haben, wo es überall hingeht. Aber ich finde es jetzt nicht so tragisch. Jetzt pass auf. Ansonsten habt ihr natürlich recht. Es ist eins mehr. Unsere Lootkiste kommt mal hier oben drauf. Ah, herrlich. Jetzt pass mal auf. Jetzt nehmen wir erstmal alle hoch. Das mache ich jetzt in der schnellen Runde hier. Dam, dam, da, dam, da, 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 da. Wie viel werden wohl hinpassen? Es sieht nicht so aus, als ob ich. Ich gehe mal von der Seite. Kann sein, dass ich sie noch ein bisschen weiter auseinanderziehe. Soll ja auch schön ein Laufweg drin sein für den Amy. Und die Aluminiumsachen, die holen wir heute. Dann können wir uns nämlich hier die Trinkflasche machen, sonst rennen wir uns den Wolf, um die Pflanzen zu gießen, weißt So. Ja, ist doch okay. Unsere kleine provisorische Behausung. Wobei ich muss sagen, so kompakt gefällt es mir schon. Vielleicht lassen wir unser Zuhause im Prinzip hier Wohnraum. Dann werden wir hier rüber den Turm machen. Lager. Hey, wir machen uns einen Lagerturm. Der darf ein bisschen größer sein als die Base. Das ist ja nicht die Base, ne? Base ist 3x3 mit Terrasse. Und der Lagerturm wird fett groß und unten rein die Werkstatt. Und natürlich hier mit Überweg schön. Und dann werden wir uns so kleine Defense-Türmchen bauen und so. Ach ja, mal schauen. So, meine Lieben, weiter geht's. Oh, das war's schon. Das war's schon. Dann lass mich mal ganz kurz ein bisschen von dem Zeugs hier schon mal durchbauen. Damit wir. Nicht ganz Nockerzahnlei. Wir brauchen nämlich bestimmt Bredeln. Jetzt pass auf, ich müsste die Samen erstmal rausholen, wenn ich es richtig sehe. Wir haben Gott sei Dank ganz viele. Also guck mal, wir haben zum Beispiel Melone. Wir haben Kartoffeln. Das ist sehr gut. Rump, die Kiste ist leer. Dann haben wir Gurken. Die sind sehr wichtig für uns. Und die fetten Melonen. Jetzt fehlt noch Mais, gell? Hier ist Mais. War es das? Jetzt habe ich was vergessen? Ich glaube nicht, ne? Hier ist auch nochmal Mais, hier ist auch nochmal Melone, nehmen wir alles mit. Ich werde mir wahrscheinlich oben eine Kiste hinbauen, oder? Ja, pass mal auf, wenn wir uns jetzt hier entscheiden würden, und das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, dass wir uns hier noch ein Beet dazu zwirpeln. Und dann könnte hier eventuell eine Samenkiste reinpassen und eine verdorbene Kiste. Jetzt habe ich eine Idee, pass mal auf. Platziere Lager. Ja, das würde funktionieren, wenn ich das dahin mache. Nein, 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 ich will das Spiel nicht beenden. Ich will es einfach nur so weg haben. Also pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Ich bestätige das. Ich schnapp dich, mein Freund, mit N. Hier rüber. Dann machen wir, dann bauen wir es so rum auf. Das gefällt mir ganz gut. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen Schönheit mit drin. Den setze ich dann einfach hier so mittig. Ja? Und den hier, den setzen wir dann hier ins Eck rein. Ja, so ist es schön, so gefällt es mir, weil dann haben wir nämlich die Möglichkeit, hier oben auch die Ware verderben zu lassen, beispielsweise. Weil Gemüse hält ja ein bisschen länger, glaube ich, als Fisch. Und dann brauche ich da nicht immer, ich brauche ja nicht immer alles, weißt du? Dann haben wir hier auch immer schon Vorrat für unseren Biotreibstoff. Dann würde ich das Regal tatsächlich hier einplanen. Ja, so. Und dann halt hier die gleiche Geschichte wieder ins Eck, mittig. Und hier zeichne ich mir noch eine rein. Platzieren, Essen, Lager. Nee, Beet. So, dann haben wir schon mal einen Anfang. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, noch eine zweite Reihe hinzusetzen. Ich komme ja dann überall schön dran. Da komme ich dann ebenfalls überall schön dran. Und Möglichkeiten haben wir hier noch ins Eck. Theoretisch oder sogar leicht davor versetzt. Im Moment reicht es aber, glaube ich. Jetzt pass auf, ich würde sagen, für mich ganz wichtig sind Gurken. Gürkchen 1. Gürkchen 2. Ich mache mal hier drei Gurken rein und drüben mache ich gemischt. Was brauche ich denn für dich, Kollege? Acht Bretter. Hier mache ich gemischt. Einmal die große Melone und einmal die Melone klein. Mais ist erstmal nicht so wichtig. Der können dann da hinten rein. Habe ich gerade gereimt? Das war aber aus Versehen. Sag mal, Fallschaden gibt es noch keiner, gell? So, acht Stück. Aber nicht aufhören, hier Material durchzujagen. Labdabdubididu, Schabdabdubididu. Es ist halt ein schönes Spiel, meine Lieben. Also ich bin total angekommen jetzt. Und die letzten zwei Patches, ne, die Änderung der Map, jetzt was reinkam, toll. Ich freue mich schon drauf zu sehen, was noch alles passiert.
Jo, die Bredeln habe ich geholt. Die Bredeln hat er geholt. Die Bredeln hat er geholt. Machen wir Mais, oder? Au, Mist, Kartoffeln hätte ich aber auch schon gern gehabt. Pass auf, wir machen uns noch zwei Kartoffelbeete. Wenn wir schon dabei sind, das bleibt ja für die Ewigkeit, ne? So. Moment mal, bevor das hier nachher wieder abfetzt, schalte ich es mal aus. Ich habe nämlich tatsächlich keine Lust, mich aus dem Spiel rausholen zu lassen. So, bisschen mittig, bisschen vor, so ganz leicht, so schönereimäßig. Gleiches Spiel hier. So, 16 Bretter, kein Problem für unser Nameless. Die kannst du gleich durchjagen. Dann haben wir da schon wieder ein bisschen Vorrat. Also jetzt muss ich gucken, wie viel habe ich denn drin? 10 Stück. 10. 10 Bredeln soll es sein, haben sie gesagt. 10 Bredeln soll es sein. Wir machen jetzt hier die Sticks rein. Ist ja alles gleich wieder besorgt. Komm, hau den auch noch rein, dann ist er weg. So, und jetzt kriege ich nochmal 5 Bretter rein und muss ich aber trotzdem nochmal runter, gell? Wegen einem. Oh, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Den habe ich nämlich auch noch gefüllt. Yeah, Baby. Oh, und sollen wir uns den kleinen Kohleofen bauen, meine Lieben? Den können wir uns doch bauen, oder? Da brauche ich nicht wieder 10 Folgen warten. Den machen wir uns. Ja, hast du schön gemacht. Und wegen einem, genauso wie ich es gedacht habe. Du kannst jetzt hier so runter, Brett holen, fup. Und fup. Da könnte man auch mal die Geländer probieren vielleicht. Weil ich glaube, die bleibt stehen, die Treppe. So, meine Lieben, Kartoffeln und Kartoffeln. So, wenn ich es richtig weiß, hat ein so ein Ding 100. Das heißt, eine Ladung, zwei Ladungen, drei, vier Ladungen. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt noch von den Flaschen welche hätte. Wie weit ist denn das weg? Ich müsste jetzt mal ganz kurz gucken, wie ist meine Körpertemperatur? Ey, wir hauen uns jetzt kurz auf 40 Grad hoch, ja? Proteine fehlen, das ist kein Problem. Dann machen wir einfach mal den Grill leer. Einmal, zweimal. Da ist noch ein Stück Fisch. Und dreimal. Und wenn wir zurückkommen von unserem kleinen Ausflug, weil ich gehe jetzt kurz Aluminium holen, bevor ich mir jetzt totgieße. Aber wir sollten vielleicht tatsächlich zumindestens. Jetzt muss ich mal kurz was testen, meine Lieben. Trink mal. Mach die mal leer. Schmutziges Wasser. Komm her. Wir gießen schon mal die ersten auf, würde ich sagen. Schade, dass man hier drinnen nicht einfach überleben kann, weil die Temperatur nur für die Pflanzen scheinbar kein Problem darstellt. Ich würde sagen, wir machen hier mal eine Füllung rein. Ja? Dass wir die ersten Gurken haben und ich würde die Melone. Wenn ich denn hier die Melone hatte. Und dann wärmen wir uns auf und dann hauen wir kurz ab. Dann hauen wir kurz ab. So, einmal voll aufwärmen. Wie sieht es denn hier aus bei euch? Hier fehlt Material. Ich werde jetzt meine gute Rinde verballern. Super, so. Dass da einfach ein ganz kleines bisschen was geht. Machen wir mal 25er. 25. Ja, das ist doch okay. Die Barren sind eigentlich fertig. Ich habe aber kein Material mehr zum Reinlegen. Es sei denn, wir haben im Loot was drin. Und da haben wir tatsächlich Eisenerzbrocken gefunden. Dann würde ich sagen, machen wir die Eisenerzbrocken durch. Den Kupfer. Das Kupferstückle. So würde ich sagen, gehen wir es an. Hey, so gehen wir es an. Lalalilala. Dann sind wir auch gleich aufgewärmt und hauen ab, ne? Holen uns das Alu-Zeugs. Ich hoffe natürlich, dass genug Aluminium drin ist. Wir waren ja eine Weile unterwegs. So, siehst du das? Dann ist das auch nicht. Sag mal, war das ein Kupfer oder war das ein Ding? Nee, es ist leider kein Kupfer. Das ist leider kein Küpferchen. Habe ich das noch irgendwo drin, sowas? Ja, guck mal hier. Ich wusste, dass ich es noch irgendwo habe, weil das gibt ja auch nochmal eine Ladung, ne? Wie jetzt, das ist Kupfer. Scheiße, das ist ein Kupferbrocken. Das ist ein Kupferbrocken, sorry dir. So, dann haben wir noch zwei Alu hier. Wenn ich noch drei Flaschen machen möchte, brauchen wir noch eine und sechs, sieben Stück. Werden wir gleich sehen, ob wir so viel haben. Ich guck mal ganz kurz. 40 Grad, ab jetzt wird es eh gefährlich. Wir müssen los. Okay, wir orientieren uns in die Richtung. Boom. Laufen wir kurz zusammen einmal durch den Schnee, oder? So, die Werte sind einigermaßen. Es ist 10:30 Uhr. Wir sind auf dem Weg nach Süden, auch wenn es nicht wärmer wird. Schöne Geschichte. Ein bisschen chaotisch und ein bisschen schneller, aber das Ergebnis ist dasselbe wie mein Plan. Wir sind winterfest. Wir kriegen es überlebt, ne? So, hinter dem Hügel war doch das schon, gell? Muss ich ein bisschen langsamer machen gerade. Willst du dir vielleicht auf dem Rückweg gleich ein paar Brennholz mitnehmen? Oder eher Stein sammeln? Wie du willst.
Es ist dein. Was wir auch mal anfangen können, langsam ist Lehm abbauen, glaube ich. Weil, wenn ich es richtig weiß, kriege ich doch das Ding aufgebaut, ne? Das machen wir auch. Dann werden wir schon mal die ersten Ziegel herstellen. Klarer Fall, oder? So, jetzt muss ich kurz auf die Map. Ja, passt. Irgendwo da hinten kommt da jetzt gleich der Gute. Jo, Alter, wie er hier rumturnt. Temperatur müssen wir gleich mal gucken. Minus 2 Grad hat es hier. Ob es für den Rückweg noch reicht. So, jetzt bin ich gespannt. Ich habe jetzt natürlich keinen Treibstoff mit, aber das wäre ja nicht ich, wenn ich immer an alles denken würde. 21 Grad müsste genau reichen. So, mal ganz kurz ein bisschen langsamer. Da steht er. Ich weiß nicht, ob der noch schuftet. Könnte sein, dass er durchgelaufen ist, ne? Ja, war geil, oder? Geil. Schade, ich habe kein Material dabei. Nehme alles mit. Alter, super. Gut, dann würde ich sagen, wir turnen hier auf jeden Fall nochmal vorbei. Ich mache jetzt einen ganz kleinen Schnitt, bis ich nach Hause bin. Jetzt bin ich überladen. Das wollte ich natürlich nicht. Wie viel überladen bin ich denn? 54,3. Das heißt, ich lasse den Stein halt in Gottes Namen jetzt hier. Einer, 2 Kilo, 3 Kilo. Jetzt passt's. Auf geht's. Kleiner Schnippler, wir sehen uns gleich an der Base. Dann versorgen wir das Aluminium, kümmern uns um die Pflanzen, bauen das Regal auf und so weiter und so fort. Ich hole euch natürlich ein paar Meter zuvor schon rein, weil Heimkommen ist einfach das geilste Gefühl der Welt. Da steht sie, unsere kleine Hütte. Ab morgen mache ich natürlich die Kollegen wieder an, dass hier auch ein bisschen was vorbeikommt. Ich wollte nur heute eine ruhige Runde machen, mich einfach ein bisschen an den Schnee gewöhnen. Da sind wir schon wieder. Machen wir mal die Kiste zu. Jetzt will ich aber erstmal was schauen eben. Ich stelle mich mal kurz hier rein, dann wärme ich ein bisschen auf. Wenn wir uns jetzt bald ums Essen kümmern, ja, und da gibt es doch diese Fleischgeschichte, ja, wird auf dem Herd mit einer Eintopfmischung hergestellt. Großartige Quelle für Proteine, lange haltbar und plus 1 auf Gesundheit. 5 davon und ich habe meine Gesundheit wieder oben, richtig? Richtig. Wieso steht bei der Herstellerinfo jetzt nichts dabei? Ach, da oben steht es. Nee, das steht nicht dabei. Hä? Aus was wird der Fleischeintopf gemacht? Die ist leer, die Info. Muss ich gucken. Leere Dose, Wassermelonenscheibe, Melone bringt mir einmal Ausdauer. Leere Dose haben wir gefunden, aber Zubereitungstisch. Zubereitungstisch, den können wir aber, glaube ich, herstellen, wenn ich es richtig weiß, gell? Ich muss kurz nur durchgucken, weil den habe ich tatsächlich noch nie auf dem Schirm gehabt. Gewächshaus haben wir, müsste dann bei Essen drin sein. Zubereitungstisch können wir uns auch bauen. Kümmern wir uns vielleicht morgen schon drum. So, Leute, jetzt pass auf. Jetzt geht's ab. Jetzt brauchen wir nämlich hier unser erstes Aluminium. Dann unser zweites Aluminium. Ich muss jetzt dann auch Holz holen und so. Dann brauche ich den hier. Wir kriegen die Flaschen gebaut, sehe ich da gerade, oder? Wir haben doch genug gefunden jetzt. Pass auf, dann machen wir jetzt nämlich hier tatsächlich eine Abkürzung. Ich hole da jetzt kein Holz und dann hau die Sachen rein. Jetzt haben wir 6 Aluminium drin, sind 2 Flaschen. Stopp, den habe ich nicht gesehen. 6 Aluminium. Ja, ich merke schon. Alter. Ich muss meinen Kittel ausziehen. Wird Zeit für den Kleiderständer, ne? Aber da fehlt uns noch ein bisschen Matz. So, es tickt ja schon runter. Ich schmeiß den wieder wie immer. Ich schmeiß den wieder wie immer da rein, oder? Und zieh ihn dann an, wenn ich rausgehe. Naja, so haben wir es doch sonst auch mal gemacht. So, ich muss nämlich hier weiter dran denken, dass ich da nichts vergesse. Haben wir genug Aluminium? Also, pass auf. 6 Stück geben 2 Flaschen. Den hier da vorne dazu sind 3 Flaschen und eine haben wir schon gebaut. Passt. Hat ausgereicht. Total cool. Das machen wir hier hin. Die kann ich leider noch nicht. Stein habe ich keinen mitgenommen, aber trotzdem laufe. Und hier mache ich jetzt dasselbe. Ich opfer Kohle. Ich opfer Kohle. Schalali, schalalole. Das war's. Jetzt warten wir, bis Aluminium durchgelaufen ist. Dann sind wir da schon mal safe. Lass mich nochmal kurz hier reingucken. Dubdi-dubdi-du, dubdi-dubdi-du. Ich habe natürlich nicht alles mitgenommen, ne? Wer sich erinnert. Aber guck mal, hier können wir nochmal einen. Hier können wir nochmal einen durchjagen. Von dem hier. Machen wir natürlich. So. Die muss sagen, das Thema ist erledigt. Hier ist voll, hier ist voll. Hier. Da opfere ich auch eine Kohle. Und du kriegst jetzt auch eine Kohle. Dann habe ich da einmal aufgefüllt. Ja, guck mal, hier geht's gerade weiter. Hier geht's gerade weiter.
Die habe ich noch gefüllt, ich erinnere mich. I remember. So, mein Freund, dann hau ich dich hier rein. Dich hier. Oh, hey, wir sind wieder da. Wir sind wieder da, oder? Es läuft. Und die Aluminiumbahnen sind durch. Auf geht's, dass wir unser Zeugs oben an den Start kriegen. Denn wir brauchen definitiv unser Gemüse. So, komm her, wenn du schon am Laufen bist. Hier, bitteschön. Soll keiner sagen, ich gebe dir nichts. Da muss ich jetzt dann Stein holen. Also Steinfarmerei steht an. Aber es ist weit erträglicher, als ich es in Erinnerung habe. So, du kommst hier rein. So, meine Lieben. Eins, zwei, drei. Alufläschchen dabei. Eins, zwei, drei. Alufläschchen dabei. Eins, zwei. Huch. Tänzeln wir hier rüber. Fupp. Fupp. Eins, zwei, drei. Super, man muss es halt aber auch aktivieren, Digga. Yeah, Baby. Gewächshaus. Geh mal kurz hoch. Jetzt pass auf. Siehst du, so schnell ist es nämlich dann erledigt. 200 Einheiten. 200. 200. 200. Einmal hoch, das Ding aufgefüllt und das Thema ist erledigt für heute. So, die ist auch schon so weit rausgewachsen. Ich finde es halt einfach gut. So, bitteschön, einmal volle Kanne Wasser. Einmal volle Kanne Wasser. Einmal volle Kanne Wasser. Man muss nicht mal die Tür zumachen, glaube ich. Dann geht's hier mit volle Kanne Wasser. Super! Halt. Man muss auch die nehmen, wo noch Wasser drin ist. Sonst wird's nix nameless. Und dann hinstehen und erstmal dem Entwickler ein Dings schreiben, ein Ticket, ne? Du, das funktioniert fein mit dem Gieße. Ich hab's probiert. Guck im Video. Leere Flasche. So, hier noch ein 100er rein und da drüben noch ein 100er rein und die Pflanzen werden gewässert sein. Siehst du das? Also eine Flasche, zwei, drei, vier Flaschen haben wir. Einmal voll gemacht, hoch, das Ding ist durchgegossen. Kein Hin- und Herrennen mehr. Hier fehlen uns jetzt sechs Eisenbahnen, 40 Bretter. Die würde ich gerne bauen, die Kiste. Sechs Eisenbahnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach ja, wir brauchen. Wir haben Fisch. Wir haben Fisch. Ich könnte aber natürlich meinen Bogen zücken und einfach mal gucken, ob ich mit ihmchen hier. Ich bin eher so der Zombie-Killer. Die eine Tür müssen wir noch versetzen, gell? Ey, guck mal, da kriegen wir dann unsere Fettreserven auch mal geschwind aufgebollert, ne? Ich würde sagen, hauen wir uns gleich rein. So, meine Lieben. Ah, was ich noch schauen wollte, das machen wir jetzt dann auch noch gleich. Moment. Muss weiter vor. Etwas Schnee ins Täschchen. Einmal Schnee ist keinmal Schnee. 200 sind drin. Dein Fisch. Jawohl, jawohl, jawohl. Habe ich hinten keinen drauf? Nee. Das hauen wir uns jetzt direkt auf den Grill. Das hat er sich auch verdient nach der Reise gestern. Perfekt. Perfekt. Läuft. Das hauen wir rein. Das. Oben müssen jetzt aber die Gurken durch sein und dann sind wir auf dem geraden Weg in Richtung Spaß. Schmutziges Wasser kannst du leeren. 200 sind drin. Und ich hole mir gleich mal die 200 hier raus. Trink. Und füll noch einmal nach. Und dann sind wir durch, meine Lieben. Mit, huch, ja, wenn das gehen würde, ne? Hätten wir spitze Wasser. So, die sind jetzt alle leer, bis auf sie. Alles klar. Jetzt pass auf. Die Barren habe ich oben angebracht. Für uns heißt es jetzt Bretter machen. Wir brauchen 40 Bretter. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal eine Tour raus. Körpertemperatur kurz abchecken. 26 Grad, da gibt es Schlimmeres. Und raus. Noch ein bisschen zusammen Holz holen, ein bisschen rumkuscheln. Oh, richtig. Richtig, machen wir morgen. Ich werde wahrscheinlich morgen noch mal kurz zum Aluminiumgerät gehen, dass wir das noch einmal auffüllen gemeinsam. Soll ja laufen. Das wär sowieso eine coole Idee. Morgen schalte ich uns auf jeden Fall die Zufallszombies wieder dazu. Punkt 1. Und wir machen einen kleinen Ausflug, die Aluminiumkiste laden, ja, damit das erledigt ist. Oder, je nachdem, wie viel Vorbereitungszeit ich finde, wäre es auch cool, wenn wir morgen Kobalt anfangen zu farmen. Weil Kobalt braucht man nämlich auch. Weißt dass wir den Extraktor für Kobalt aufsetzen. Das müsste ja normalerweise die letztverbleibende Himmelsrichtung sein jetzt. Lass mal kurz gucken auf der Map. Ich hau nur mal eben schon ein bisschen was rein hier. Und die Dings würde ich gerne aufbauen mit euch. Dass wir den Zaun
bisschen befestigt bekommen, ne, dass wir den upgraden können irgendwann. Reparaturhammer müssen wir bauen und lauter so Geschichten. Also wir sind noch lange nicht durch mit den Basics. Guck mal, hier haben wir einen stehen und hier. Ich würde einfach mal sagen, den Spot, den gucken wir jetzt gleich noch an, was es hier gibt. Und den Spot müssen wir dann auch noch abchecken. Man kann zwar im Internet gucken, ja, es gibt bestimmt bei Steam im Forum hundertprozentig gibt es da eine Map, welche Erze wo zu finden sind, aber ja, es ist tatsächlich immer noch Winter, Weihnachtszeit habe ich noch im Blut. Ich habe Zeit, ich gucke einfach selber. Ich habe einfach Bock, das selber auszufinden, weißt du? So, lassen wir mal schön auf. Ich weiß nicht, wie viele Bredeln hast du jetzt eingesammelt? Für dein schönes Regal. 5 Stück nur, muss ich mein Taschenleer machen gleich. Den würde ich jetzt gerne fertig bauen, irgendwie, gefühlt. Warte mal schön. Lass mich mal eben gucken. Da kannst du dazu machen, das kannst du hier dazu machen, das hier, das Tierfett hast du auch da. Die gehören eigentlich hier rüber. Die werden nämlich später wichtig. So, oder? Dann kriege ich doch 15 Bretter rein, dann brauche ich nicht so oft laufen. Fupp. Fupp, fupp. Und einmal leer gemacht. Weiß nicht, ob es genau 15 sind. Dann hätten wir aber die Hälfte schon drin, weißt du? Und? Oh, wir sind sogar drüber bei 23. Also fehlen jetzt noch 17 Bretter. Machen wir mal 18 draus. 9. Kein Problem, kein Problem. Dafür werden wir bezahlt, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber es ist ja außer uns keiner mehr auf der Welt. Jetzt hoffe ich natürlich, wenn ich die Blueprint-Runden. Also ich würde es gerne splitten. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Gerne eure Meinung mal in die Kommis. Die Loot-Runde, die wir jetzt hatten, die würde ich schon nochmal so wieder machen. Allerdings eventuell eher bei der letzten Stadt. Ich würde echt mal versuchen, dass wir da hingehen, Außenstelle aufbauen und dann die Blaupausen rausholen und den Loot liegen lassen, außer Elektroteile und so. Ja? Dass wir einfach schneller durchgehen. Nicht hetzen, aber einfach zügig. Und dann später nochmal eine gemütliche Runde machen, wenn wir an der Außenbasis gepennt haben, um zu looten. Dann verteilen wir das ein bisschen schöner, finde ich. Weil ganz wichtig sind halt immer die Blaupausen. Und jetzt hintereinander die Loot-Touren so wegmachen wie die erste, dann fehlt mal was, weißt du? Deswegen lieber hin, Außenstelle aufbauen, Gebäude durchsuchen, heim und die Blaupausen zum Einsatz bringen. Körpertemperatur? Die gehört, meiner Meinung nach, gehört die hier noch mit angezeigt, die Körpertemperatur. Dann brauchst du nicht immer ins Menü. Weißt du? So, die da noch. Und dann haben wir normalerweise 2 Bretter mehr, als ich brauche im Moment. Die Werte sind gut. Kohlenhydrate wachsen oben raus. Alles gut. Den Herd müssen wir natürlich irgendwann bauen, ne? Ich will diese Mahlzeiten auch. Ich will diese Mahlzeiten auch haben, die mich meine Werte wieder vergessen lassen, hätte ich jetzt fast gesagt. So, mein Freund. Jetzt muss ich mal ganz kurz in ihmchen hier rein. Aber der lief noch, gell? Der lief noch. Dann würde ich sagen, dass wir noch kurz den Spot abchecken. Jetzt muss ich doch hoch. Den Spot abchecken. Eine Kiste würde ich gerne noch bauen. Hey, noch 2 Stück, dann haben wir die Geschichte. Aber es wird jetzt dunkel, ne? Wenn nicht, werde ich das morgen machen. Muss ja nicht alles in einem Tag. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihmchen hier hoch will. Also ich setze ihn erstmal irgendwo hin. Er ist doch viel schöner. So, meine Lieben, siehst du? Und was kostet mich nochmal eine Kiste? Machen wir gleich unsere Kiste, dann kann ich das nämlich aus dem Inventar raushauen. Unsere Kiste kostet uns 8 Bretter. Die kriegen wir jetzt auch noch geschnappt. Das war's. Das waren jetzt 5 Bretter, noch 8 Stück. Das bedeutet. Oh, habe ich das Tor zugemacht? Jo, komm, ich hau nochmal einen neuen Baum durch. So, meine Lieben. Dann bauen wir die Kiste, dann räumen wir da schon mal unsere Dinger rein, unsere Samen. Dann sind die aufgehoben, da wo sie hingehören. Das Gewächshaus werden wir bestimmt irgendwann umstellen, so wie ich mich kenne, wenn wir den geeigneten Platz haben. Das heißt, der Lagerturm, Foundation Lagerturm, kommt, sobald der Wind da rum ist, denke ich. Und da oben drüber werden wir uns dann ein Plätzchen suchen fürs Gewächshaus. Vielleicht im Übergang vom Gebäude, vom Wohngebäude, wo wir dann auch die Couch und so aufbauen werden. Im Übergang zum Lagerturm, dass wir da auf der Außenfläche das Gewächshaus integrieren. Halt, du bist vorbei, gesaust, Digga. So. Bumm. Also gut. Siehst du?
Lass mich mal ganz kurz aufwärmen und kurz mal ein bisschen hier durchsausen. Pass auf, den hätte ich ja auch noch gerne gebaut mit euch. Wo ist er denn? Den da, ne? Kohleofen, ich will den einfach. 10 Eisenbarren, die haben wir natürlich jetzt nicht, ne? Aber da kann ich mich ja drum kümmern. Dann werden wir uns morgen den Kohleofen noch hier reinsetzen. Dann haben wir hier... Wir haben zwar durch die Schmelzen jetzt schon warm. Wir sind ja darauf angewiesen, sind wir mal ehrlich. Aber trotzdem, macht ja auch Laune. So, hier fehlen dann auch noch eins, zwei Kisten. Schön gemütlich ist das Lagerle hier, ne? Gut, da brauchen wir auf jeden Fall mal drin, nehmen die raus, dann können wir die so machen. Dann haben wir unsere ersten Alu-Vorrätig-Kiste. Schön. Schön, ich bin ziemlich happy, wie es läuft. Einmal gestorben bis jetzt. Panikaktion von mir war das aber, ne? Reichen die? Ich habe vergessen, wie viel ich oben brauche. Ich glaube, 8 waren es. Ja, müssen wir nochmal runter, 3 Stück. So, stell den mal dahin. Die letzten 3 haue ich jetzt auch noch durch. Bum, 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 bum. I want bread in my room. So, meine Lieben, schöne Runde. Sehr lukrativ. Wir haben einiges fertig bekommen. Ich bin tierisch stolz auf uns. Machen wir Samenarmen oben drauf. Schön, das Gewächshaus gefällt mir super gut. Bäm, ist es aufgehoben. Und zum Abschluss eine Gurke, meine Lieben. Siehst das? Und schon sind wir wieder dabei. Und es ist sogar noch Material drin. Ey, super. Einmal und zweimal. Ist jetzt nicht die Welt. Ich könnte jetzt hier auch gleich weitermachen und so. Schön, gemütlich. Schade, dass man hier oben nicht wohnen kann. 7,3 Grad im Gewächshaus. 7,3 Grad draußen. Lediglich die Pflanzen verrecken hier nicht, ne? Ich finde es cool. Hier werden wir natürlich nicht so viel Kissen. Oh, den kann ich da nicht hinstellen, wenn er fertig ist. Das ist natürlich doof. Die andere konnte ich da hinstellen. Komm mal mit. Machen wir mal kurz einen Test. Bleib du mal hier, aber natürlich an. Und du? Du kommst mit. Du kommst mit, du bist der letzte Shit. Schön. In diesem Sinne. Gehabt euch wohl. Wir sehen uns morgen zur selben Uhrzeit hier wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann.